Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 28. Spieltags der Oberliga Niederrhein. 1745 Leute sahen heute das 5:2 zwischen dem KFC Uerdingen und dem FC Krai. Ich darf bei mir begrüßen einmal den Trainer vom FC Krai, Christoph Klöpper, und natürlich André Pawlak, unseren Trainer. Herr Klöpper, dürfte ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten? Ja, hört man mich? Ja, herzlichen Glückwunsch euch, KFC, zu dem Sieg, der mit Sicherheit verdient war, hier und heute. Wir waren uns darüber bewusst, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen werden. Wir wussten, dass es hier gerade nach der Niederlage in Hönnöppel, dass es sehr schwer für uns werden wird, dieses Spiel hier positiv zu gestalten. Und von daher sind wir am Ende damit, ich will nicht sagen zufrieden, aber ein Stück weit kann man da doch froh sein, dass es nicht böser endet als Tabellenletzter und dass wir uns da dann doch ganz gut hier verkauft haben. Und ja, am Ende wäre ein Punkt hier auch gut zu viel gewesen. Glückwunsch, danke, viel Erfolg euch nächstes Jahr in der Regionalliga. Ja, vielen Dank. André, jetzt darfst du. Ja, danke. Also ich bin erstmal heile froh, dass wir heute gewonnen haben natürlich, weil ich meine, ihr habt das alle verfolgt. Wir haben eine extrem schwere Woche gehabt. Wir haben 6 verletzte Spieler, inklusive heute noch Max Göll mit Verdacht auf Wadenbeinbruch raus. Also 7 Spieler weg, dazu die rote Karte von Taki letzte Woche. Also heute waren wir schon echt so gebeutelt. Aber deswegen bin ich froh, dass wir so einen breiten Kader haben und dass wir auch einen guten Kader haben, der dann in der Lage ist, das aufzufangen. Das haben wir in der Hinrunde schon sehr häufig üben dürfen leider. In dieser Woche wieder, am Freitag noch Elgut mit Nasenbeinbruch auch, wahrscheinlich auch Saison aus, weil operiert werden muss. Also von daher, wir haben jetzt keine so guten Nachrichten gehabt die Woche, deswegen sind wir umso glücklicher über die 3 Punkte und natürlich umso glücklicher auch einfach mal allen Zweiflern im Prinzip schon die Antwort gegeben zu haben, dass wir uns von der Niederlage in Hönin jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern weiter unseren Stiefel durchziehen. Und in welcher Formation das jetzt ist, ist dann ja fast zweitrangig, und ich denke, Max hat das sehr gut gemacht. Aki hat in der Hinrunde schon vorne gespielt. Özzi nachher angeschlagen, er hat auch eigentlich die Woche gar nicht trainiert. Hat dann noch 3 Vorlagen gegeben zum Tor. Also man sieht, der Spirit in der Mannschaft ist riesig, der ist gut. Jeder will, jeder hat richtig Bock darauf zu gewinnen. Und von daher, man muss so Phasen, wo es dann zwischendurch mal, ja, wir kriegen dann das Gegentor, das 2-1, das war natürlich nicht im Plan. Dann haben wir ein bisschen gewackelt, so 5 bis 10 Minuten, und da waren wir zu passiv. Und aber da fängt der Kopf an zu arbeiten, und das hat dann nichts mehr mit der Qualität des Spielers zu tun, sondern jeder ist dann mit sich selbst beschäftigt und hat vielleicht auch Angst, irgendwie was zu verlieren. Und deswegen die größte Aufgabe im Moment ist sicherlich nicht die Fitness oder die spielerische Qualität, sondern einfach die mentale Stärke zu behalten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, Meister zu werden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also nach oben zu kommen ist leichter als oben zu bleiben. Und deswegen haben wir noch ganz schön schwere Spiele vor uns, vor allen Dingen für den Kopf. Und dafür brauchen wir jeden fitten Spieler und vor allen Dingen auch jeden Fan, auch nächste Woche wieder in Baumberg. Wenn ihr so weitermacht, habe ich es von am Anfang gesagt, dann werden wir auch gemeinsam unser Ziel erreichen. Allen noch einen schönen Sonntag. Danke. Ja, vielen Dank, André, für deinen Kommentar zum Spiel. Ich habe für euch noch die Endergebnisse von den anderen Plätzen. SC Kapellenerf gegen TV Janisfeld 0:2. Schonnebeck gegen TSV Merwurst kurz vor Ende des Spiels haben Schonnebeck noch das 2:0 dort geschossen. Schwarz-Weiß Essen gegen Düsseldorf-West 1:0. Fischeln dreht das Spiel gegen Hilden mit Gewinn mit 4:3. Turbo Düsseldorf gegen Hönnöpfel Niedermörmter 1:1. Und Ratingen gegen die Sportfreunde Baumberg 2:1. Das nächste Spiel von unserem KFC Uerdingen ist dann, wie der André schon gesagt hat, am nächsten Sonntag, den 30.04. um 15 Uhr. Dann sind wir zu Gast bei den Sportfreunden in Baumberg. Und das nächste Heimspiel ist dann in der englischen Woche an dem Mittwoch am 3.05. um 19.30 Uhr. Dann ist hier zu Gast der TSV Merwurst. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, einen schönen Restwochenende. Und ich denke, jetzt gibt es weiter mit dem Supporterclub, ne?